Freunde, neues Video von Savage Scooters. Heute ist der fünfte Teil. Glaube ich, ja, nee, weiß ich, weil die Zeitblase hat mich wieder eingeholt. Das heißt, ich weiß jetzt wieder, wo wir sind. Der Motor ist drin, es ist alles zusammengebaut, es ist alles angeschlossen. Heute werden wir Leistung messen. Und zwar mit verschiedensten Auspuffvarianten. Wir fahren zuallererst die Polini-Box. Dann fahren wir die Porsche Resi-Box. Dann fahren wir einen Pipe-Design-Charger und einen S&S-Alt-Auspuff. Ich glaube, kein Newline. So, das heißt, diese vier Auspuffanlagen werden wir bespielen und mal schauen, wo wir mit unserer Leistung dann am Ende hinkommen. Das wird euch aber zeigen, wo die Unterschiede sind. Ich werde die Diagramme einblenden, ich werde euch dazu ein bisschen was erklären. Wir werden also sehen, wie sich die einzelnen Auspuffanlagen auf ein und demselben Motor mit ein und denselben Steuerzeiten und mit einem vernünftigen Vergaser-Setting dann entsprechend hin bewegen werden. So, da werdet ihr die Unterschiede sehen, wo ihr Leistung habt, wann ihr weniger Leistung habt, wann, wo, wie, welche Leistung einsteigt und so weiter. Ihr seht die kleine Marie da hinten schon stehen. Das FatRed-Projekt, das nähert sich jetzt dem Ende. Ich habe bei Facebook schon das ein oder andere gepostet. Das heißt, der Roller ist also schon gelaufen. Ich werde ihn jetzt nochmal voll tanken, denn heute wird ein anstrengender Tag für den Motor. Der muss ein bisschen was leisten und wird auch ein bisschen was verbrauchen. So, also, dann würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß beim Video. So, die erste Messung ist rum. Wir haben mit der Polini-Box 34,2 PS, 33 Newtonmeter. Ich blende euch jetzt mal das Diagramm mal ein, dann könnt ihr euch das mal ein bisschen anschauen. Ich sage vielleicht ein paar Worte dazu. Ihr seht also, dass ich eine schön ansteigende Kurve habe. Circa bei 7250 habe ich so einen ganz kleinen Einbruch. Es könnte darauf hindeuten, dass er da oben vielleicht noch ein bisschen zu mager ist, müsste man jetzt mal die Hauptdüse mal eine Nummer größer machen. Das mache ich jetzt mal. Aber generell sieht die Kurve recht ansprechend aus. Ich habe halt früh eine Leistung, die einsetzt. Die setzt wirklich, ja, so bei 3.500 Touren setzt die schon ein. Da fängt meine Rolle erst an, eigentlich an richtig zu zählen. Aber wir haben sehr, sehr früh sehr viel Newtonmeter. Wir haben also schon bei 4.000 Umdrehungen über 24 Newtonmeter, was dann konsequent ansteigt. Und bei 8.500 Umdrehungen haben wir immer noch 26 Newtonmeter. Das sollte also reichen, um einigermaßen vorwärts zu kommen. So, ich gucke immer auf den Bildschirm, deswegen schaue ich immer zur Seite, damit ich auch weiß, was ich rede. So, also das war die Polini-Box auf dem 252er Quattrini mit Vollwange. Ja, dann würde ich sagen, schnallen wir jetzt mal die Resi-Box auf, müssen den Auspuff ein bisschen auskühlen lassen und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde. Aber die Hauptdüse, die ziehen wir auf jeden Fall noch hoch. So, ich blende euch jetzt noch mal eine interessante Erkenntnis ein.
Die Polini-Box ist sicherlich ein sehr, sehr guter Auspuff, aber die kleine Resi-Box hat ein sehr interessantes Bild geworfen. Nämlich, dass die Resi-Box fast identische Leistungen zur Polini-Box wirft, in der Drehzahl etwas früher, die gleiche Leistungsdaten und die gleiche Performance, ein bisschen bessere Performance sogar raushaut. Der einzige Unterschied war, dass die Resi-Box besser läuft mit einer etwas magereren Nadel. Also ich bin bei dem Setup von 56 auf 57 gegangen mit der Clip, dann war die Resi-Box also voll da. Und das Schöne ist, dass die also bei einer früheren Drehzahl mehr Newtonmeter wirft, mehr Leistung wirft und diese Top-Leistung und die Top-Newtonmeter auch deutlich früher zur Verfügung stellt. Wenn ich jetzt mal so gerade hier drauf gucke, ich habe das vor mir liegen, ihr seht das jetzt gerade eingeblendet. Wenn ihr euch jetzt mal das Diagramm betrachtet, dann seht ihr, dass die Resi-Box ihre Spitzenleistung schon bei 7,461 Umdrehungen abwirft und die Polini-Box in diesem Fall bei 8.187 und die Newtonmeter sind auch ungefähr 200 Umdrehungen früher, nämlich bei 6,2 und die Polini-Box bei 6,4. Du hast aber über das gesamte Band immer so, naja, locker 3 Newtonmeter mehr. Ne? Also die Polini-Box ist schon gut, aber die Resi-Box klein ist im direkten Vergleich da stärker. Nicht wesentlich, aber signifikant in den Bereichen stärker, wo du nämlich gerne fährst, im Bereich zwischen 5.000 und 6.000 Touren. Ja, das wollte ich euch nochmal an der Stelle auf den Weg geben. Das ist also der direkte Vergleich Polini-Box mit kleiner Resi-Box. Wie gesagt, die große Resi-Box kommt jetzt noch und dann werden wir die noch testen und dann schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Ne? Das hatte ich aber eben, glaube ich, schon mal eingangs gesagt. Ja, weiter geht's. Ich schwitze wie ein Büffel. Weil ich jetzt eigentlich versucht habe, einen anderen Auspuff drunter zu packen. Aber sowohl von dem Charger als auch von dem S&S-Auspuff passt der Auspuff Flansch von dem Quattrini nicht in den Krümmer rein. So, da fehlen ein paar Millimeter. Jetzt könnte ich das Ganze natürlich beiwursteln und beidremeln und irgendwie passend machen. Da habe ich aber keine Lust drauf, weil die Auspuffanlagen dann für die anderen Zylinder nicht mehr brauchbar wären und nicht mehr dicht wären. Also lasse ich das bleiben. So, der nächste Test. Da die anderen beiden Anlagen ja nicht passen, also sprich die alten Anlagen, die alten Reso-Anlagen, die ich habe, teste ich jetzt noch die Posch Nessie-Anlage. Jetzt für euch Posch Nessie auf dem gleichen Setup. Ich bin gespannt, wie der anpackt. Yeah.
So, zur Nessie möchte ich euch jetzt gerne was hier am Bildschirm erzählen, denn das ist ein Auspuff, der wirklich, der macht beim Fahren sehr viel Spaß. Ich schwenke jetzt mal eben um und dann zeige ich euch das Bild mal am Fernseher und blende euch im Anschluss dann auch noch die Grafik ein. Sekunde. So, also, wenn wir uns jetzt mal diesen Graph angucken, ja, dieses Diagramm, sehen wir, dass der Roller eine recht gleichmäßige Entfaltung hat, außer dass er hier und hier so einen leicht resotypischen Einbruch hat. Ne, das machen die Reso-Anlagen an der Stelle immer ganz gerne, dass sie da mal kurz in die Knie gehen und dann den entsprechenden Druck aufbauen. Was wir aber sehen ist, dass wir, es gibt immer diese viel beschriebene Vorreso-Leistung. Ne? Also wenn wir uns jetzt mal hier die Vorreso-Leistung angucken, ja, es findet eigentlich kein so richtiger Reso-Vorreso-Bereich statt, weil wir eigentlich eine ziemlich lineare Ansteigung der Kurve haben, mit hier so einem kleinen Eintauchen. Aber wenn wir mal so in diesen Bereich vor Reso gehen, ne, wenn man sagt, okay, hier ist der Reso-Einstieg, dann haben wir hier knapp 20 PS, 18 PS, 16 PS und an der Stelle aber schon, so, jetzt gehen wir mal rüber, an der Stelle aber schon 26 Newtonmeter haben. Ne? Also wir können mal hier unten diese dicke Linie, können wir mal als Vergleichswert nehmen. Ich gehe mal ein bisschen näher. So, wenn wir diese dicke Linie jetzt folgen, da haben wir hier 24 Newtonmeter. Ne? So, 24 Newtonmeter bei einer Reso-Anlage bei 3750 Umdrehungen. So, und dann hält der Reso-Auspuff diese Drehmomentkurve, sackt hier auch ganz kurz ein, was identisch zu der Leistung ist, und steigt dann auf schöne, hervorragende 36,9 Newtonmeter. Also das Vieh hat fast 37 Newtonmeter. Ja, PS gleich Newtonmeter, eine sensationelle Entwicklung, wie er dann hier ansteigt, hochreißt und hat seinen Peak, das müsst ihr euch mal vorstellen hier, bei 6578 Umdrehungen hat er 37 Newtonmeter anliegen. Das ist schon eine ganz amtliche Geschichte. Die Spitzenleistung liegt bei 7126 Umdrehungen. Das bedeutet, dass der Roller also hier in diesem Bereich zwischen 5200 und 7500 die gesamte schöne, kraftvolle Entwicklung hat, mit einem ganz herrlichen Drehmomentanstieg, also das puncht schon ganz gut im Kreuz, ist allerdings nicht so heftig, wie man sich das so von den traditionellen Reso-Anlagen versprechen würde. Diese Nessie-Anlage verbindet so ein bisschen das, was der Wunsch immer war, zwischen Reso-Anlage und einer Box zu fahren, dass du untenrum nicht immer so viel verlierst, ne? Also hier in diesem Bereich. Jetzt schalte ich euch mal zum Vergleich die Resi-Box dazu. So, und die Resi-Box, die jetzt dazugekommen ist, die seht ihr in Rot. So, und hier, dieser Bereich, das ist der, den ich eben gezeigt habe, dieser Bereich, da ist die Box deutlich stärker, ja, was die PS-Leistung anbelangt und auch was die Newtonmeter anbelangt. Hier haben wir eine Differenz, also der größte Gap, wenn wir hier mal, ich weiß nicht, ob ihr die Maus seht, hier ist die Maus, der größte Gap, den wir hier haben, ja, das sind hier, also von der Nessie, das sind etwa 23 PS zu etwa 25 PS. Also das sind 2 PS, das ist gar nicht so viel, wie es aussieht, ne? 2 PS. Und Newtonmetermäßig haben wir hier 28 Newtonmeter zu etwa 31 Newtonmeter, also hier dieser Gap. Das sind auch nur in Anführungszeichen 3 Newtonmeter, aber dann steigt das Ding halt richtig schön ein. Das werdet ihr auf der Straße kaum merken. Was ihr merken werdet, das ist das hier. Den schönen explosionsartigen oder relativ explosionsartigen Leistungsanstieg, der dann schön bis 7500 Touren geht. Die peaken ungefähr beide gleich. Also das Leistungspeak ist jetzt hier bei der Box und bei der Resi ein kleines Stück vorher. Kann man auch mal hier noch mal gucken. Also das Leistungspeak beider Anlagen liegt tatsächlich nur 300 Umdrehungen auseinander und Newtonmeter auch nur 300 etwa. So, das heißt, die Nessie-Anlage ist eine perfekte Alternative zu einer traditionellen Reso-Anlage. So, ich schwenke mal wieder um, ich zeige jetzt mich mal. Die Nessie ist eine wirklich schöne Alternative zu einer traditionellen Reso-Anlage und einer traditionellen Box.
weil sie im Grunde eine frühe und eine schöne Leistungsentwicklung macht und nicht so weit hinten rausdreht. Mit den Steuerzeiten passt das sehr angenehm. Wir haben 2 PS mehr und wir haben 2 Newtonmeter mehr im direkten Vergleich zur Resi-Box Klein. Und dann werden wir jetzt nochmal die Resi-Box Groß dagegen testen und werden mal gucken, wo da die große Resi-Box liegt. Ich glaube, dass die große Resi-Box einen ähnlichen Spitzenleistungscharakter hat, also 37, 38 PS. Ich glaube aber, dass sie im unteren Bereich zwischen 5000 und 7000 Umdrehungen deutlich stärker sein wird als die Nessie, aber in einem ähnlichen Bereich wie die Resi-Box Klein ist. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt halt erst abwarten und gucken, wann die Box kommt. Die müsste morgen mit der Post kommen und dann machen wir morgen weiter. So, ihr seht, ich bin ziemlich dreckig. Letzter Test, Resi-Box unter der FatRed. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja beim Vesporus gesehen, dass das Ding ordentlich abliefern kann. Ich hoffe, wir kommen so in den Bereich 36, 37 PS. Vielleicht kommen wir auch ein bisschen weiter. Mal schauen. Wir testen jetzt mal und da nehme ich euch jetzt mal mit auf die Reise. Bis gleich. So, hier könnt ihr jetzt sehen, dass es im Grunde zwei völlig verschiedene Auspuffanlagen sind. Ne? Die eine macht relativ früh zu, ja, die Resi-Box Klein, die macht relativ früh zu, 35 PS, 35 Newtonmeter. Was heißt macht relativ früh zu? Also 7,5, ne? Schon deutlich besser als die Polini-Box, hat hier oben so ein, zwei Newtonmeterchen mehr, ist aber dann aufgrund des Volumens und so weiter, ist die dann hier halt am Ende. Ne? PS-mäßig ist sie in diesem Bereich ein, zwei PS stärker, auch nicht signifikant spürbar, aber was halt natürlich spürbar ist, ist hier oben raus, ja, sagen wir mal, den Leistungspeak haben wir bei wirklich fast exakt 8000 Umdrehungen. Und bei 7000 Umdrehungen haben wir 35 Newtonmeter. Das war dritte Gangmessung, das war vierte Gangmessung. Ja, also ihr seht, der Auspuff der Wahl für einen 244er Quattrini ist definitiv die Poshbox. So, und jetzt habe ich, glaube ich, die ultimativen Kurven für euch. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es das schon mal im direkten Vergleich gegeben hat. Ein und derselbe Motor, ein und dasselbe Setup. Drei verschiedene Boxen, und zwar Polini-Box, Resi-Box Klein und Resi-Box Groß. Alles auf einem Tableau. Ich drehe euch mal um und dann gucken wir uns das gemeinsam nochmal an. Also das ist schon sehr interessant. So, hier seht ihr alle Kurven. Die blaue Kurve, das ist die Polini-Box. Die schwarze Kurve, das ist die Resi-Box Klein. Und die rote Box ist die Resi-Box Groß. Zu den Daten und den Fakten. Das ist die Resi-Box Groß, Resi-Box Klein, Polini-Box. Wir sind hier im Drehzahlbereich bei der größten Kraftentfaltung alle relativ eng beisammen. Also wir haben von der Polini-Box bis zur Resi-Box Groß nur 600 Umdrehungen. Bei der PS-Leistung ist es ähnlich. Da sind die alle fast identisch. Also wirklich, da fehlen 250 Umdrehungen. So, aber die Entwicklung ist bis zu einem gewissen Punkt auch fast identisch bis da oben hin. Und dann zeigt die Resi-Box Groß
wo der Frosch die Locken hat, da kacken die anderen ab und da legt die Resibox groß nochmal zu. Also das ist mal ein direkter Vergleich auf einem und demselben Motor, der sich sehen lassen kann. So, wir sind mit allen Tests durch. Resibox groß, Resibox klein, Nessie, andere Auspuffanlagen hat man leider nicht zur Verfügung, Polinibox hat man noch zur Verfügung, aber der Hengst, der Auspuffhengst der Klasse steht ganz klar fest. Die Resibox ist einfach für mich, danke lieber Jürgen, dass du so einen Auspuff gebaut hast. Wirklich toll.